Das nächste 1000x-Projekt wird PancakeSwap, die größte Börse auf der Binance Smart Chain, zusammenbrechen, vom Thron gestoßen und wird dieses Unternehmen, Sie, aufholen. Darüber sprechen wir heute, deswegen unbedingt dranbleiben. Ganz, ganz brisante Informationen, die dir viel Geld bringen können. Okay, liebe Community, hier gehen wir rein. Hier seht ihr PancakeSwap. Wer es noch nicht kennt, die größte Börse auf der Binance Smart Chain. Ja? Wir sprechen hier nicht von irgendeinem kleinen Unternehmen, sondern von einer Top 50, ja, der 50 größten Kryptowährung aktuell nach Marktkapitalisierung mit über 2,3 Milliarden aktuell drin. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr großes, sehr, sehr groß. Wir haben das übrigens schon sehr, sehr früh bei 2,50 Dollar bei uns in der Community empfohlen, bevor dann eben die großen Anstiege kamen. Ja, hier hat man natürlich Gewinne sichern müssen. Gut, klar, jetzt ist natürlich ein Verlauf mehr und mehr nach unten. Ja, wo geht es für die Zukunft hin? Meine Price Prediction bei PancakeSwap interessiert natürlich auch sehr, sehr viele Menschen. Habt ihr auch oft in die Kommentare geschrieben. Also ich kann euch ehrlich sagen, ich bin bei PancakeSwap noch investiert. Ja, kann ich euch auch ganz offen und ehrlich zeigen. Bin ja hier dementsprechend noch connected. Also ihr seht jetzt hier, ich bin nicht in der Farm, ich bin im Pool. Also grundsätzlich PancakeSwap gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, es ist die größte Börse auf der Binance Smart Chain. Ich kann jetzt dementsprechend nicht sagen, ey, PancakeSwap alles schlecht hier und da. Klar, Binance Smart Chain, wisst ihr, ich bin nicht kein Fan von. Aber wenn man sich mal anschaut, also ich bin hier immer noch mit aktuell $33.000 investiert und es gibt immer noch 60% passiv im Jahr. Ist alles nicht verkehrt, aber, liebe Community, ja, wir wollen Profits maximieren und wir wollen natürlich auch hohe passive Einnahmen kriegen. Und 60% im Jahr ist im Kryptomarkt jetzt nicht unbedingt so extrem viel. Da hatten wir mit POSI lange Zeit 20-30% im Monat. Deswegen heute dieses Video, damit du eben Informationen bekommst, wie du jetzt noch deutlich, deutlich lukrativer sein kannst. Eventuell. Wir schauen uns das an, wir gehen zusammen in die Analyse. Ja? Also das dementsprechend erstmal so zu PancakeSwap. Ja? Wenn wir uns auch nochmal die Holder von PancakeSwap anschauen, wir sehen 1,2 Millionen Holder. Ja? 1,2 Millionen verschiedene Adressen. Da ist auf jeden Fall, ihr seht, pass auf, da ganz, ganz groß. Und jetzt kommen wir eben zu dem Unternehmen, wo wir zusammen in die Analyse gehen, wo wir uns eben anschauen können, pass auf, was ist das? Und hier kommen wir eben zu Market Move. Ja? Market Move, was ist das Ganze? Hat wahrscheinlich noch nie einer gehört, ist wirklich komplett neu. Deswegen ganz, ganz gut zuhören, dass du hier wirklich alle Informationen bekommst. Ja? Also, sie wollen letztendlich auch eine dezentrale Börse auf der Binance Smart Chain eben aufbauen. Und warum das Ganze interessant ist, kommt jetzt eben alles Step by Step. Wir sehen jetzt dementsprechend, du kannst wirklich jetzt schon Token mit Kredit- und Debitkarte kaufen. Ja? Sprich, der Einstieg in Krypto wird den Menschen viel, viel einfacher gemacht. Diese Funktion bietet PancakeSwap zum Beispiel nicht. Ja? Dann, du hast viel, viel geringere Kosten. Ja? Du hast dementsprechend durch eine künstliche Intelligenz optimiert, sodass du eben auch auf andere Börsen zugreifen kannst, sodass du wirklich immer den optimalsten Preis hast. Ja? Dann ist es natürlich die Einfachheit. Ja? Die Einfachheit, wenn du zum Beispiel jetzt hier so ja, XX-Wallet-Adresse, das kommt viele, die halt neu im Crypto-Space sind, denken, ja, komische, komplizierte Zahlenkombination, was ist das? Hier ist es dementsprechend so, du kannst, klar, du verbindest dich natürlich mit deiner Wallet, aber dann ist es eben personalisiert mit zum Beispiel mit deinem Namen. Ja? Das macht es ganz natürlich einfacher, auch wenn du zum Beispiel an Freunde Geld versendest, dann hast du direkt deine Liste, musst dich auch, gehört die Adresse jetzt dem Peter, gehört die dem Gustav oder gehört die dem Emil? Nein, du hast es dann dementsprechend wirklich ganz, ganz einfach. Das ist natürlich auch ein weiterer Vorteil gegenüber PancakeSwap. Und du siehst eben Auto-Earn-Move für Staking und Farming. Und das ist eben ein ganz, ganz interessanter Punkt. Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, weil eben, klar, hier Safety Audits und so weiter sind alles gemacht, also alles geprüft. Wir gehen gleich natürlich auch nochmal auf den Kurs ein. Also das ist dementsprechend schon mal sehr, sehr gut. Und wie du vor allen Dingen auch hier noch die Einkommen mit generieren kannst, beziehungsweise es günstiger bekommst. Ja, also ganz, ganz wichtig, ich verrate dir heute im Video auch noch, wie du deine Token günstiger bekommst, wie du es sonst nicht machen kannst. Ja, du bekommst tatsächlich 5% Rabatt. Und wenn du jetzt für $10.000 einkaufst, $500 geschenkt, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Deswegen dranbleiben. Ja, und du siehst das Staking und Farming. Ja, coming soon. Sprich, es ist noch nicht gelauncht. Und genau das ist ja ein Punkt, wo die ganzen Menschen hinwollen. Ja? Die ganzen Menschen wollen ja eben passive Einkünfte generieren. Und sobald das Staking und das Farming gelauncht ist, wenn wir uns auf dem YouTube-Kanal uns eben anschauen, weil das ist auch immer ganz, ganz wichtig, was passiert auf den Socials? Die Founder stellen sich offen dar, sie machen Ask Me Anythings. Und du siehst jetzt, sie geben hier wirklich ganz, ganz oft Updates. 25.02., 31.03. Also jeden Monat kommt da irgendwo ein Update. Das machen sie schon die ganze Zeit. Sprich, sie sind offen, sie sind transparent, was passiert. Und jetzt stehen eben bald große, große Börsenlistungen bevor. Deswegen sind wir jetzt gerade extrem early und das macht es spannend. Das macht es spannend und hier sehen wir es eben Market Move. Market Move, hier siehst du das Ganze, wir haben gerade eine Market Cap von aktuell 24 Millionen, nochmal das Ganze verglichen, wie gesagt, 2,3 Milliarden. Und da sind wir eben an dem Punkt, ja, was wäre dementsprechend 10x, dann wären wir bei 230 Milliarden und bei 100x wären wir dementsprechend dann, wenn es die Größe von PancakeSwap erreichen könnte. Langfristig, deswegen habe ich am Anfang auch 1000x gesagt,
wenn es wirklich PancakeSwap ablösen sollte, dann haben wir mindestens den 100x, plus dass der gesamte Markt ja noch viel, viel größer wird. Dementsprechend langfristig sehen wir den Preis bei 0,00001, also wirklich extrem early. Und auch wenn wir uns auch hier das komplett anschauen, der Preis war auch noch nie wirklich viel, viel höher. Der war mal auf einer Verdopplung und dann ist eben noch nicht viel reingeflossen. Und da bin ich eben der Meinung, ja, ist mein Do Your Own Research, ja, natürlich keine Empfehlung, gar nichts, aber wenn du hier siehst, ja, dass wir eben, wie gesagt, eine geringe Marktkapitalisierung haben und dass wir hier gerade mal 60.000 Holder-Adressen haben, dann ist natürlich von der Price Prediction da eben einiges möglich. Und jetzt zeige ich dir eben auch, wie du hier 10% Rabatt, ja, du bekommst hier dementsprechend nämlich einen Rabatt, wenn du es kaufst, so ist es. Hier ist es, glaube ich, genau. Ich habe jetzt hier Bali Beach Boys genannt, ja, da habe ich meine Wallet dementsprechend genannt. Alle Einnahmen, die hier reinkommen, ist mir auch mal ganz, ganz wichtig, gehen eben in die Bali Beach Boys. Ihr wisst es, wir haben soziale Projekte. Damit werden hier eben Local Businesses gefördert. Ja, damit werden wir dementsprechend Spendenaktionen machen, Beach Cleaning Aktionen weiter fördern. Wir bauen jetzt sogar auf der Nachbarinsel ein Schulprojekt. Das ist jetzt gerade in der Planung, dass wir wirklich da Schulen mit unterstützen, aufbauen, an den Flüssen Barrieren entwickeln, die auch zigtausend Dollars kosten und so weiter, dass wir damit wirklich die sozialen Projekte der Bali Beach Boys noch weiter unterstützen. Wie gesagt, ihr wisst es, ich habe schon sehr, sehr viel Geld mit Krypto gemacht. Ich muss jetzt hier nicht an der Community nochmal extra Geld verdienen, sondern das fließt eben auch in den Pool ein, wie wir eben weiter soziale Projekte unterstützen. Ja, ihr seht, ich habe mir selber auch schon ein paar Move-Token gekauft. Ich werde auch nochmal nachinvestieren. Ich hatte jetzt erst mal 5.000 investiert. Ich glaube, ich werde auch nochmal, ich überlege tatsächlich sogar, ob ich hier meine 30.000 von PancakeSwap rausnehme und hier rübergehe. Ich glaube, das ist der nächste Step, den ich jetzt angehen werde. Dann bin ich hier mit 35.000 zu dem jetzigen Zeitpunkt investiert und ich bin guter Dinge, dass da relativ schnell eine sechsstellige Summe draus wird. Und wenn da dann eben auch noch hohe Rewards später sind, ja, wenn da dann eben hohe Rewards später sind, eben durchs Farming und so weiter, auch 7% Reflections, ja. Immer wenn jemand kauft und verkauft, geht an die Holder. Sprich, die Holder werden die ganze Zeit belohnt. Sprich, wenn du langfristiger Holder bist, die hältst, kriegst du die ganze Zeit passive Einnahmen dadurch, ja. Die Liquidity ist auch für 10 Jahre gelockt, ja, von dementsprechend vom Team. Sprich, die können ihre Token gar nicht abverkaufen, auch da wieder höchste Sicherheit. Und das sind alles so Punkte. Wie gesagt, einfach, man kann es einfach kaufen. Den Link haue ich dir übrigens unten rein. Ja. Der Link ist in der Videobeschreibung, dass du eben, wie gesagt, weil wenn du es ohne machst, ja, kannst du natürlich auch sagen, oh, ich will nicht, dass der Kevin hier irgendein Geld hat. Du kannst es natürlich ohne machen, sparst dir aber keine 5%. Ja, dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, dass du hier diese 5% Rewards dir mitnimmst. Ja, du kriegst hier, wie gesagt, 5% Rabatt. Wenn du es einfach nur so machst, ohne irgendeinen Code, dann kriegst du dementsprechend nichts. Ja, kannst du dementsprechend auch hier raufklicken, so siehst du auch, wenn du nicht raufklickst, kriegst du eben keinen Rabatt, deswegen, wenn du unten in der Videobeschreibung schaust, kriegst du eben 5% Rabatt und das macht ja definitiv auch Sinn, je mehr letztendlich du bekommst, desto besser ist es. Deswegen, wie gesagt, meine Price Prediction, ob du jetzt ein 1000x direkt machst, das kann ich dir jetzt natürlich nicht sagen, das Fakt ist, wenn Staking Farming integriert wird, dann wird hier definitiv der Preis sich bewegen, deswegen eine sehr, sehr gute Empfehlung und in diesem Sinne wünsche ich dir maximale Profits, bleib dran, abonniere meinen Kanal und dann bist du immer up to date bei solchen spannenden Möglichkeiten.